Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich war heute im DM einkaufen und ich habe 29,35 € ausgegeben. Ja, ich habe einiges gebraucht und was ich geholt habe, das zeige ich euch jetzt. Und zwar einmal Topfreiniger. Musste mit, meine waren leer. Dann einmal Schwammtücher. Ich finde die Farben auch richtig schön. Lila, rosa, grün, finde ich richtig schön. Normalerweise wasche ich ja meine Schwammtücher, aber irgendwann sind auch die fertig und da habe ich neue mitgenommen. So, dann einmal von Nivea Sport für meinen Mann, Duschcreme. Ja, dann habe ich einmal von Febreze Lufterfrischer Bali Jasmin Limette. Ich habe sonst immer Lenore. Ich will mal probieren, wie der hier so ist. Aber ja, Moment. Ich kann es ja gleich mal ausprobieren. Also, genial. Genial. Der riecht, das riecht richtig toll. Empfehle ich euch. Riecht richtig toll. Ja, dann habe ich von Balea Glossy Brown Shampoo mitgenommen. Kann ich auch jedem empfehlen. Die Haare sind nach dem Waschen richtig toll, richtig leicht und der Duft ist einfach himmlisch. Also ich mag ihn total und davon gibt es auch noch eine Spülung, die habe ich aber noch. Aber das Shampoo, das war leer und deswegen duftet es nicht. So, ich habe eine neue Zahnbürste gebraucht. Die duftet auch mit. Dann natürlich für unsere Katzen zweimal Katzenfutter. Einmal so ein Gelee, Rind und Huhn. Und ja, das habe ich schon aufgemacht. Die hatten wieder Hunger. Ja, meine Katzen haben immer Hunger. Das ist halt so. Und zwar einmal Thunfisch, Kabeljau. Habe ich dann, wie gesagt, zwei Pakete mitgenommen. Dann habe ich Hunger gehabt. Ich habe nämlich immer Hunger und ja, da habe ich mir so einen Snack mitgenommen, so ein Kakao, Cashew, Nüsse, Riegel und der ist richtig lecker. Den habe ich schon verputzt übrigens. Dann habe ich Parfüm Body Lotion Golden Moon mitgenommen. Ich habe mal daran gerochen. Ich finde, das duftet so toll und ich bin mal gespannt, wie es am Körper riecht, beziehungsweise wie lange es anhält, bis der Duft verfliegt. Ich berichte euch beim nächsten Mal, wie der Duft denn so ist. Ja, dann Hyaluron Serum habe ich mal mitgenommen. Habe ich noch nie gehabt, ich werde es ausprobieren. Dann will ich meine Haare wieder schwarz färben. Und da habe ich mir so eine Creme mitgenommen, so eine Intensiv Color Cream. Und ja, das wird jetzt die Tage gemacht, spätestens am Wochenende. Meine Haare sehen echt nicht mehr schön aus, doch keine Haarfarbe. Ja, dann habe ich mir eine Mascara mitgenommen, meine Valer. Die musste mit, die finde ich nämlich genial. Ja, da Ostern jetzt bald ansteht, habe ich einmal Ostergras mitgenommen und dann habe ich hier so Färbeplättchen für die Ostereier noch mitgenommen. Dann durfte einmal Feinwaschmittel mit und dann einmal dieser Hygienespüler und zum guten Schluss habe ich einmal von Denk mit diesen Hygienereiniger mit Aktivchlor mitgenommen. Ja, und das war es auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, schreibt einen lieben Kommentar. Da freue ich mich natürlich sehr und wir sehen uns bald. Ciao!